Ja, servus Leute, wir sind hier heute in einem Chevrolet Camaro Z28 unterwegs und natürlich im Forza Horizon 4. Und ja, wir haben schönes Wetter, das ist gut. Wir werden heute mal uns den Camaro hier ansehen. Ja, sieht ja schön aus, oder? Was meint ihr? Ja, schönes Auto, finde ich halt. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Und ja, mit dem werden wir heute zwei, drei Rennen hier fahren. Auf alle Fälle Leistung sollte er eigentlich genug haben. Da sollte es eigentlich keine Probleme geben. Na, schauen wir mal, wo wir hier das erste Rennen finden. Bin ja mal gespannt. Hier auf der Autobahn wahrscheinlich nicht. Aber schauen wir mal, was der hier so drauf hat auf dem kleinen Teilstück der Autobahn bis da vorne hin zum Kreisverkehr. Na, 250 ist ja jetzt auch nicht so schlecht, oder? So, und da vorne haben wir ein Straßenrennen, das werden wir uns gleich mal ansehen und schauen, ob unser Camaro hier mithalten kann. Ich denke aber schon. Na komm hier. So, da sind wir schon, der Hellend-Ansturm. Dann schauen wir uns das Ding hier mal an, würde ich mal sagen. So, Solo. Und natürlich mit unserem Camaro hier. Na, wunderschönes amerikanisches Auto, oder was meint ihr Leute? Welche Jahreszeit haben wir denn jetzt überhaupt? Oh, eine gute Frage. Ich glaube aber Frühling sollte es sein. Ja, Frühling, oder? Wenn ich mich irre, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber es sollte eigentlich Frühling sein. Bin ich mir eigentlich ganz sicher. Na gut, wir werden jetzt hier mal das Rennen fahren. So. Na, die geht aber ganz schön ab hier. Bin mal gespannt, ob wir da mithalten können. So, etwas konzentrieren, Leute, damit wir da wieder irgendwie aufholen. So, Checkpoint zählt, das ist gut. Na, zurückschalten wir auch mal gut. Und schon sind wir wieder auf dem 8. Platz hier. Ja, schauen, dass wir hier irgendwie schön im Windschatten kommen. Ah, der BMW hier. Nein, ein bisschen gestreift. Aber was soll man machen? Macht doch nichts. Ist das scheißegal. So, und hier rauf. Ah Mann, das war jetzt wieder blöd von mir. Na, ja, das bekommen wir besser hin. Na komm. 7. Platz. Schon besser wie 12. oder so irgendetwas. Obwohl, 12. Platz wäre ja eigentlich sehr schlecht. So schlecht, dass es gar nicht mehr schlechter geht. Aber na gut, jetzt sind wir ja auf dem 6. Na komm, Camaro. Ja, das wird nichts, ich sehe schon. Das Rennen verhauen wir hier komplett wieder mal. Aber egal, Auto sieht trotzdem schön aus, auch wenn er vielleicht nicht gerade die beste Leistung hat. So, 5. Platz, da hat er da hinten wohl etwas Probleme. Okay, wir auch, wir sind gegen die Mauer gefahren, aber halb so wild, könnte ja schlimmer sein. Zum Beispiel so ein fetter Baum oder so irgendetwas, dann wäre das hier nicht mehr so gut gewesen. So, Fähigkeitenpunkt haben wir auch einen neuen. Alter Leute, wir haben hier noch so viele Autos, die ich noch gar nicht gefahren bin, die wir noch alle mal fahren müssen. Na, Ziellinie, 5. Platz. Scheißegal, macht nichts. Hätte schlimmer sein können, wir wissen es ja. So, Belohnung 5000.
Okay, 10.000, 14.000. Na, damit sind wir zufrieden. Da kann man sich nicht beschweren. Und Stufenaufstieg haben wir auch, Stufe 61. Das heißt, wir bekommen einen Wildspin. Was bekommen wir hier wieder Wunderbares? Na, was gibt's denn? Ein Streckenspielzeug-T-Shirt? Na, nicht so schön. Ich hätte lieber etwas anderes gehabt. Aber das Spiel sagt nein. Dann ist halt mal so. Und dann schauen wir mal, wo wir hier das nächste Rennen finden. Na, es hatte früher noch schönes Wetter und warum sage ich das? Regnet es hier wieder. So, irgendwo wird sie hier schon etwas finden lassen, hoffe ich mal. Hoffen wir es einfach. Und sonst, da auch nicht so schlimm. Das sind die Landschaft hier. Na, die Landschaft hier ein bisschen genießen. In den schönen Großbritannien. So. Na komm, nicht hier von der Straße abkommen. Okay. Dann halt doch, auch egal. Na, kein Rennen hier. Ah man, irgendwo muss ja hier etwas zu finden sein, oder? Sorry. Wollte ich nicht. Na, was kommt denn der hier auf meiner Straßenseite mir entgegen? Na, das... Jo. Na, gib mir die Worte. Kommen wir einfach hier entgegen auf meiner Seite. So. Na, könntest du vielleicht auch mal schauen, wenn du abbiegst? Na. Nächste Rennen, einfach geradeaus weiter. Okay. Na, sind wir ja beim Festival hier, oder? So Leute, ich glaube auch heute hier die Folge, die wird etwas kürzer werden. Na, schon ein richtig geiles Auto hier. Finde ich halt. So, wo haben wir hier das nächste Rennen? The next race. Horizon Festival Sprint. Das machen wir bitte mal. Horizon präsentiert, ja. Den hier nehmen wir. Und dann sollten wir auch noch drei Super Wildspins haben. Bin ja auch mal gespannt, was wir da so gewinnen werden. Hoffentlich mal etwas anderes wie ein T-Shirt. Ne, zwei Super Wildspins haben wir. Ja, zwei Hammer. Nicht drei. Horizon präsentiert Horizon Festival Sprint. Okay, dann starten wir das wunderbare Ding hier mal. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier einen etwas besseren Platz ergattern können. Wäre natürlich cool, wenn wir es schaffen würden. Und natürlich regnet es, damit es schön rutschig ist hier. Perfekt für den für Heckantrieb. Hier in unseren Camaro. So, ah komm. Na komm. Sechsten Platz haben wir ja schon wieder. Sieht auf alle Fälle besser aus wie vorhin in den Straßenrennen. So, und jetzt. Ah, schöne Dodge Viper haben wir hier. Die auch mitfährt. Na komm, lass du mich bitte vorbei. Danke sehr. Sieht doch gleich viel besser aus. Und. Dann haben wir den dritten Platz hier. Wird's reichen für den ersten Platz? Wir werden es sehen, Leute. Wir werden es gleich rausfinden.
Oder fahren wir dann doch noch ein drittes Rennen? Ach, ich weiß nicht, ob sie das ausgehen wird. Schauen wir einfach mal. So, und Gas. Gas geben wir hier. Ah. So. Na, jetzt komm schon. Na, für den ersten Platz reicht es nicht, aber egal. Für den zweiten reicht es ja. Und das ist ja auch sehr gut. Sind wir eigentlich schon mal in den Porsche 911er gefahren hier? Ich glaube nicht. Können wir vielleicht auch mal machen. So. Na, was wollten wir denn jetzt? Einmal Wheelspin. Nachrichtenzentrale plus 9. Ah, wir haben ja gar keine Wheelspins mehr. Okay, dann ist das halt mal so. Auch egal, was soll man denn machen? Okay, dann gibt es halt keine Wheelspins. Aber wunderschöne Bilder haben wir hier. So Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Sorry, dass heute mal kürzer war. Aber vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, ein Abo dazu lassen, würde mich freuen. Und ja, schaut beim nächsten Mal gerne wieder vorbei. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.